Alter. Hm? Wie viele Autos von mir würdest du in dem Teil jetzt umwerfen? Viele. Okay. Na denn? Ich bin hier mal ein langes, bitte mal das Holz klauen, oder was, ne? Mein Typ muss den Bediener rausholen, sonst komme ich nicht durch. Okay. Haben wir einen Plan. So kleine Vierergruppen zusammenkriegen für das Spiel. Machen die eine Ahnung, dann auch mal Fahrzeug immer stehen, da führen die ganze Zeit Fahrzeug nach hinten. Das war doch mal ein richtig cooler Roadtrain. Zwei Fahrzeuge mit langen Holzauflegen und dafür zwei Zugfahrzeuge. Boah. Dann auf so fuck der Chip, wir fahren jetzt einfach Brot. Ich habe aber verstanden, immer noch gefährlich. Und mit dem Wasser. Hey, der ist so sauber. Okay. Unten liegt er. Da werde ich ihn reinziehen. Ja, doch. Bei der nächsten Session nehmen wir bei dir an. Das ist nur das Chaos des IFA-Bars. Oh, da geht sogar nicht weiter. Aufgerichtet habe ich ihn. Ich glaube, das habe ich dann mit der Richtungstaste. Naja, mit dem, na, dem Stick. Irgendwie so. Ich doch noch auf irgendwie. Wenn ich den Kreis drücke, tut sich irgendwas. Okay. Das ist. Oh, so ist das. Kreis ist einholen. Okay. Die Winde oder was? Ja. Nice. Nice. Wie kann man die. Wie kann man die Winde ausklappen? Oder kannst du einfach quasi auf lang draufklemmen und dann einholen? Du klemmst es an, dann. So sagen. Kreis. Ja. Nice. Mhm. Das wusste ich doch nicht. Oder wieder durch den Punkt. Ja. Nur bitte. Hm.
Duck. Und da steht er wieder. Bär. Der Bär. Der Hai Bär. Okay. So, jetzt lösen. Geradeaus von der Straße runter. Es ist positiv. Jetzt haben wir ein Abschleppfahrzeug genau vor dem Holz. Das klingt gut, ja. Ja, was ne, wobei, wenn man mit dem mittleren kippen, ist der dann scheiße. Motor starten. 6 Kilometer habe ich schon mal mehr Zeit. Das ganze Holz rum. Bitte? Bei mir liegt das ganze Holz rum. Ja. Da brecht man halt jetzt an Morgen mit so einem kleinen Geifer oben. So. Motor abstellen. Und die Straße ist wieder frei. Wir sind halt im Wald ziemlich vorbeikommen. Aber wenn ich keinen Widerstand spüren, wäre es jeder echt doof von kennen, wenn du da stehst, dass der Naturschutz voll wahrscheinlich. Ja, und mich haut's dreimal um. Na, wenn du nicht drin steckst, das sieht ihn ja nicht. Ich weiß, aber du schiebst trotzdem weg. Ja, ja, Mann, ja. Und den zaubert's dann. Physikalisch komplett richtig dann. So. Hey, ich bin schon wieder relativ knapp bei der ersten Werkstatt. 6 Kilometer. Mhm. Also jetzt zur Werkstatt, den Typ D holen. Du weißt nicht, wo du den nächsten Typ D hast, glaube ich. Ich habe noch meinen Ausdruck schon nicht rausgeholt. Ah, okay. Holzaufleger anbauen. Mittlere Holzanhänger anbauen. Motor starten. Der Sprit ist noch dort bei dir? Der steht vorne bei der Furt. Beziehungsweise Motor abstellen. Wieso? Fahrzeug wechseln. Hast du dran? Sprit. Bei der Werkstatt kannst du voll tanken. Du kommst von der Werkstatt. Das auch, aber ich möchte meinen Typ ziemlich schnell auftanken. Achso, ja, weil du kommst nämlich von der Werkstatt zum Holz und wieder zurück bis zur Fuhr, kommst du dann tanken. So, jetzt davon, wir zocken noch eine Runde Wettkursleiter. Mhm. Oh, super, vor lauter Reden habe ich die Ausfahrt verpasst. Scheiße. Rückwärts kommen. Mit der Auflieger. Nur geschafft. Super, ich bin schon wieder von heute Tank runter. Das wäre so eigentlich das ultimative Gelände fürs Motorrad. Für ein Enduro. Boah. Uwe Boll.
oder Unbeheilt, je nachdem. Boah, der fette Kasten reversiert. Wo willst du denn hin mit dem Tankwagen? Ich hab zum Tanken Hobby. Leider. Ja, ich fahr jetzt sofort und da tanke ich auf und einfach nicht, du Scheiße. Okay. Nö. Mann, bei der Lacke links, Scheiße. Super, was ist denn los? Ich bin auf der Lacke vorne. Unnötigerweise. Ja. Das Lackhalle. Das ist ein Glanz. Okay, das war jetzt aber sehr knapp vom Kick. Was ist denn das? Aber ich bin zumindest noch mit dem Spaß. So. Der Typ ist aufgedankt, sollte bereit sein. Mit dem mittleren Holzflieger tun wir irgendwie einfacher. Warum nur? Natürlich, weil mittleres Holzflieger auf der richtigen politischen Seite ist. Muss, will ihr Argument, was? Vorne sollte es mit Tankwagen stehen. Yay, 115 Liter. Mit Tankfahrzeug. Nice. Ein Tanksparvertrag. Was sonst? Nice, 90 Liter. Kilometer ist der Reiter entfernt, weil dann kann ich tanken. Schauen wir mal. Boah, das sollte reichen. Du bist weit genug entfernt, da kann ich beruhigt tanken. So. Oh, man merkt, ihr Mehrzweckteil ist relativ leer schon langsam, gell? Und noch 400 Liter Benzin mit und 67 Reparaturpunkte. Okay.
So, ich bring das Holz nur ans Ziel, da helfe dir aber nur. Ich glaube nicht. Das ist die Fähre. Hätte lang. Puh, durch die Furt, die ist ja so toll. Bist du durch die Furt an, oder? Links oder rechts? Mitten durch. Okay. Boah. Wenn der Wasserstand. Kann das sein, dass es nicht ganz grad ist? Jupp. Boah. So, jetzt sind wir okay. Durchgeschafft. So. Sollten Sie irgendwo in die Serpentine kommen? Ich bleibe jetzt einfach auf der Straße. Pass auf, bei mir war es stark dunkel, die kommt ziemlich schnell. Ja, bei mir ist auch dunkel. Schauen wir mal. Oh, das ist schon eine Straße. Der Typ C für die Serpentinen fast schon gescheiter, gell? So zwecks Radius und so. Ah, ich sehe, wo du runtergefallen bist. So, da habe ich meinen Typ E geparkt. Oh, hallo, hey. So. Soll ich den Anhänger ziehen? Ganz gut. Jawohl. Sollte es eigentlich gehen? Was kann man denn passieren? Und geschafft. Der Hügel hat aber schlimmere Scheren. So. Okay, da vorne ist... Nice. Segel. Okay, Ziel. Vorschläge, man, hey? Keine bestimmten. Stell den aber rein. Du kannst auftragen. Was kann ich machen? So. Wo bist du? Du bist da hinten. Im Holz. Ich soll dich auftanken dann? Du kannst deinen Auftankwagen mal auftanken und dann mit dem Bergefahrzeug vor mir herfahren. Okay, aber das Bergefahrzeug habe ich nicht. Wow, wo ist mein Bergefahrzeug? Das Bergefahrzeug ist hinten bei der Werkstatt von mir. Ich gehe mal tanken und bring das Bergefahrzeug in links. Position. Okay, dann gehen wir mal auftanken. Auftanken oder einsumpfen? Das ist hier die Frage. So.
auf so, wie es anfühlt, Ensel. Nicht im Ernst. Ah. Oh, ich lebe. Liegst du? Ja. Was? Wo? Genau. Genau. Oh. Weißt du, Anhänger, ich schieb kurz zurück. Ja. 3 Meter, wenn ich. Quack. So. Ein Bergefahrzeug ist schon seit der Map. Das heißt, ich fahr jetzt mit meinem Berger zu dir. Wahrscheinlich. Zum Kotzen. Ich bin mit 3 Meter schon. Hä? 2 Meter zurück, wie geht mein Mann? Jetzt mal, wenn ich 10 Meter zurück war. Und jetzt. Von wegen die leichteste der Map kann. Das ist die leichteste. Zumindest im Simulationsmodus. Ja, super, das heißt. Ich schnapp mal meinen Berger und hol die. Weißt du, ganz super. Ganz normal. Dann ziehe ich einmal zum Scheiß an. So. Wo hast du dein Bergefahrzeug eh hinten bei unserer Tankstelle, oder? Mein Bergefahrzeug ist da beim Ziel. Ah, okay. Na gut. Also ich fahre jetzt mal zum Holz. Was machst du jetzt? Na komm, der erste. Hättest du eigentlich auch brauchen, ne? Der Mikro ist so weit weg, dass ich beim Skype fast nie her. Ja, aber man hört das sonst nicht in links. Ja, natürlich. So. Wie kommst du jetzt auf die Idee, dass wir mitten im Let's Play aufhören aufzunehmen? Weil irgendwie den Zeitpunkt verkehrt, wo kein Hallo, Hallo gesagt hat. Brainfart. Bist du sicher? Dass es schon zu lange ist? Ja. Wie lange? Einiges. Eigentlich nicht. 54 Liter drin, Typ C. Ach, damit kommst du weit. Scheiß drauf, ich fahr jetzt einfach mit dem Volk durch. Wofür haben wir das Bergefahrzeug? Also von der Aufnahmezeit her müssen jetzt eigentlich noch so 7-8 Minuten gehen. Ein langweiliges Display. Wieso? Das mich im Moment. Das Spin-Tires. Das ist mir seit der ersten Folge nicht ganz bewusst, warum Leute darauf stehen, aber ich glaube, der Matti hat es bis jetzt eigentlich am besten beschrieben. Es ist so herrlich dazwischen schauen, da wuhlt es massiv. Stimmt schon. Es wuhlt wirklich. Boah. Jetzt fahren, das muss ich noch irgendwie rauskriegen. Du darfst nur ganz kleine Stücke zurückfahren und das Problem ist bei den Anhängern, die verkeilen sich die ganze Zeit. Das heißt, du kannst immer nur so einen Meter hinter, einen Meter vor, einen Meter hinter, einen Meter vor. Diese Scheiße. Ja, das ist aber leider realistisch. So. Okay. Alter, ich komme näher. Zum Holz. Das ist tief! Das war jetzt sehr tief, Ule, sehr tief. Ah, es ging. Ule? Gehst du mal zu deinem Tankwagen? Ich glaube, ich habe ihn wieder umgefahren. Ja, lass mir das schnell noch aufklären. Schnell aufklären, haha. So. Zu meinem Tankwagen. Mhm. Da Heider. Ja, das ist er nicht. Oh, da schau. Hallo Heider. Oh, hallo. CBD, andere Seite.
Schau mal, wo ihn jetzt hinstellen, ne? So. Ja. So, ich fahre mit meinem Bergefahrzeug weiter. Irgendwie aufschaukeln. Ja, die im Wald, den? Mhm. Okay. Also nur so beim Fall, ich bin schon fast da. Hat aufgeschaukelt, ha. Ja? Nein. Okay. Wirklich? Wirklich? Nein. Oh. Das Unterblech ist immer wieder so spannend. Ja, so viel Unterblech hat er gar nicht. Das System, das Leder stellt die Wellen so, dass es frei und offen liegt. Ich wundere, dass die immer so viel Schaden kriegen. Ja, wobei, die Dinger sind halt schon sehr robust, eigentlich, die Teile drunter. Was ist halt von uns bei der Arbeit, die Dings, die Unimogs, sind schon relativ massiv, aber die Renaults, das ist grindig. Das ist dicker Stahl. Das verbirgt sich so schnell nicht. So, mein Herr, ich bin fast bei dir. Wo bist du? Genau. Beim Holz selbst, ja. Okay. Ich war genau beim letzten Mal umdrehen. Zack! 3 Meter mehr Spaß. Okay. So. Ich bin beim. Ah! Da liegt er ja. Nee. Siehst du eigentlich das Licht? Ja, nee. Irgendwie nicht. So. Siehste, du machst da irgendwelche Schwangerschaftsübungen, kann das sein? Ich gebäre einen Anhänger. Ah, schaut fast so aus, ja. Ich fühl dir mal angehängt. Annehmen. Komm. Ja, komm. Du hast dich fast wieder auf die andere Seite geschmissen. Jetzt muss ich mich wieder umdrehen. Embole, stellst du mal hin. Mach einen Vierer, dass der die Ding runtergeht. Was? Die Stützen? Warum? Ja, und dann dich ein bisschen mit dem Kran. So wie ich mich kenne, muss ich mich eben wieder rausziehen. So, Stützen ausfahren, Kran. Gekreis ist den auskloppen. Aber mehr geht nicht aus. Also es geht nur dieses kleine rauf und dieses kleine runter, oder? Mhm. Wie verkeilt hat er sich schon? So, schauen wir mal. Gerade zurück. Gerade zurück. Gerade zurück. Komm. Heider? Ich zeig dir da mal hinter, was? Moment, ich zeig dir da mal hinter. Ich schaff das. Was machst du da? Ich versuche umzudrehen. Ja. Warte, Heider, was? Bleib mal so stehen. Ich zeig dir jetzt Fuhren einfach vom. Was? Bleib stehen. Ich zeig dir Fuhren einfach. Ich zeig dir das. Fahr doch mal Vollgas hinter. Hinter? Ja. Ich schnapp dir nämlich jetzt vorne. Nimm an. Mich so. Hilft nicht. Das ist jetzt Russisch. Wie zirkt denn da her? Und. So. Das ist unfallfreies Herziehen. Ich glaube, mit echt, man hat jetzt locker ein Radl oder so weggeflogen bei dir. Ah, herrlich. So, ich fahr mal meinen Tankwagen gegen auftanken, gell? Ich glaube, du wirst ihn bald wieder brauchen, diesen. So, wie fahre ich jetzt hier raus? Oder? Und zwar
von bei der Ausfahrt geradeaus auf die Straßen. Also nicht bei den Holzdingern. Doch, du fährst durch die Holzdinger durch. Und zwar, warte mal. Warte. Und so, du fährst da so grad, also du fährst so grad her. Du fährst genau dort ein Stück rüber durch. Das geht damit lang, das ist die Anfuste. Weg. So. Gehen wir mal tanken fahren. Ich wünschte eine Kamera. Ich warte drauf, dass er mal eine Ego-Perspektive gebaut, also halt eine Fahrerperspektive. Das wäre irgendwie sehr episch. Ich habe noch 300 Liter im Tank. Das geht doch. Du musst nur bis zur Furt kommen. Das ist bei dem Gegenfall, ne? Dem Kübel? Mhm. Bitte, ich hab's doch von der Werkstatt hergeschafft. Dann fahre ich da durch. Dritten Bitches. Mhm. Ich versuche gerade ein Zapfzeug zu rammen. Zu rammen. Ja. Wenn es weitergeht, freue ich mich selbst. Auch bin ich ganz gut dabei. Das geht. Ja, bitte, das geht. Okay, ich bin voll getankt, ich fahre jetzt wieder zur Furt. Oh, da geht's runter. Nice. Bausparvertrag. Spaß am Bau. Mhm. Das liegt egal. Bestimmt. So, ich stehe mit dem Tankwagen nicht auf der Straße, sondern links davon. Gut, du stehst drunter, verstanden. Passt. So. Was werden wir jetzt machen? Ah, wir werden mit dem Typ C Scheiß bauen. Könntest du. Nein! Ey, da, wo fährst du? Komm mal rüber. Okay, ich fahr mal zu dir. Ich hab's geschafft. Nein, ich fahr trotzdem mal zu dir. Einfach mal so um zu schauen, was du so machst. Das ist wieder so eine Brücke. So, ich hab nichts runter. Weil das Fahrzeug über mich. Wow!
Mir hat gerade den Berg untergekugelt. Scheiße, Dreck. Okay. Wo bist du denn? Wo bist du? Rechts von die Straße gefallen. Oh. Der Fuck. Ja, mit was hast du dich da runtergeholt? Ja, mit dem Typ C. Hat das überlebt? Nee, keine Chance. Passt. Handbremsen an. ich schnapp mal den normalen Typ C. Bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier richtig. Ah, jetzt machen wir mal einen Cut. Bis morgen. Servus.